Was war das für ein erstes Viertelfinalspiel? Wahnsinn, oder? Atlanta gegen Paris. Wow. Und jetzt das zweite hier mit Leipzig gegen Atletico. Genau, der zweite deutsche Trainer im zweiten Spiel nach Tuchel. Sehen wir jetzt den Nagelsmann. Ich bin excited. Ja, und jetzt, wird jetzt Nagelsmann... Jetzt check ich deine Bewegung. Ich dachte mir, was ist da los? Aber du meinst Nagel, ne? Ja, das weiß einer, der noch nie körperlich gearbeitet hat, natürlich nicht. Aber der kann ja nicht mal einen Nagel in die Wand hauen, der Junge. Aber also von daher auch die Geste nicht erkannt. Ist, dann, nö, dann finde ich, ist es ganz schön Gossip. Deshalb sollten wir uns lieber auf den Fußball konzentrieren. Eins hätte ich noch. Wer von euch hätte die Geste erkannt? Bitte kommentiert mit arschklar, das bedeutet Nageln. Natürlich auch Synonyme, bitte, ja, wir wissen es. Aber ja, gut. Egal. Ein Problem ist halt, wenn irgendjemand was anderes kommentiert, dann zensiert das ja YouTube sofort. Deshalb werden wir keine Lösung haben. Deshalb lass uns jetzt lieber auf die Quoten gehen bei diesem Spiel. Leipzig gegen Atletico Madrid, do or die, die zweite. Leipzig, wer hätte das gedacht, nur noch 3 Siege vom Champions League Sieg entfernt. Kurios, kurios, aber Corona macht es möglich. Und von den Quoten her eine Überraschung für mich. Ich hätte Atletico an sich von den Quoten schwächer bewertet, also vielleicht so mit einer 1,9 oder 1,8. Aber Leipzig wird hier von den Buchmachern wirklich eine reelle Chance eingeräumt. Siehst du denn die Chance hier? Ja, definitiv. Ich meine, es ist jetzt hier nicht so, als hätte Atletico mega überzeugt. Die haben sich schon auch teilweise schwer getan, haben aber in den Spielen gegen Juve zum Beispiel auch wirklich stark gespielt, aber es ist nicht mehr ohne Griezmann das Gleiche irgendwie bei Atletico. João Felix hat nicht so eingeschlagen, wie man das erhofft hatte für die Summe, die er gekostet hat, aber alles in allem Atletico, super Trainer, super Chemie in der Mannschaft, aber auch eine Mannschaft, die hauptsächlich auch oder größtenteils von der Heimstärke auch lebt. Das wäre jetzt sowieso ein Auswärtsspiel, aber das fehlt ihnen natürlich auch ein bisschen. Aber sie sind auswärts in oder bei Liverpool ins Viertelfinale gezogen. Also stimmt, das sollte man nicht vergessen. Sie haben den amtierenden Champions League-Sieger rausgeworfen und von daher geht meine Tendenz ganz eher deutlich zu Atletico, auch wenn ich hier dem deutschen Vertreter natürlich die Daumen drücke, auch wenn es Leipzig ist, hilft ja nichts. Schauen wir uns vielleicht doch mal die weiteren Quoten an, die Asian Handicaps, Asian Handicap 0 auf Atletico, eine 1,68, finde ich insofern interessant, da kriegst du dann dein Geld einfach zurück, wenn es nach 90 Minuten unentschieden ausgeht. Das absolute oder das reine Weiterkommen von Atletico ist mit 1,7 bewertet, finde ich auch interessant. Und die Tore, da ist halt wieder die Frage. Der Kloppo hat sich ja beschwert, dass Atletico so gut in der Defensive ist. Kann der Nagelsmann dafür ein Rezept aufbringen, Radek? Was denkst du? Findest du irgendwas? Ja, grundsätzlich sind bei den Leipziger Spielen immer eigentlich relativ viele Tore gefallen und auch die von mir angesprochenen Spiele von Atletico gegen Juve haben eigentlich gezeigt, dass Atletico durchaus für einige spektakuläre Spiele stehen kann. Und dafür finde ich diese Quote auf über 2,5 Tore ja fast schon geisteskrank. Ich meine, wir reden ja hier von einem Do-or-Die-Spiel. Wenn da ein Tor fällt, dann muss ja die andere Mannschaft sowieso aufmachen. Und ein Tor kann sowohl Leipzig schießen, als auch natürlich die anderen. Und wie gesagt, dann haben wir ein offenes Spiel und normal würde ich schon auch Atletico eher so einschätzen, dass die mal ein bisschen defensiver an die Sache rangehen. Aber Leipzig hat ja schon ein paar Leute, die Tore schießen können. Allerdings sehe ich auch da ein bisschen den Nachteil der Leipziger, weil sie in der seit dem Restart in der Bundesliga nicht wirklich auch so super in Tritt gekommen sind. Ja, also ich würde da auch nur nochmal auf die Quoten verweisen, denn du sprichst etwas sehr, sehr Spannendes an. Über 2,5 Tore gibt eine 2,4, aber selbst
nur über zwei Tore gibt, eine 1,75. Mhm. Also das ist auch eigentlich schon eine heftige Wette. Wahnsinn. Wenn es 1-1 oder 2-0 stehen würde nach 90 Minuten, kriegt man seinen Einsatz zurück. Das ist eigentlich die beste Wette aller Zeiten. Gewonnen. Also das ist sehr, sehr geil. Hier, wir wissen ja, es gibt Wettkonfiguratoren, da kannst du dir eine Wette zusammenstellen. Ich denke mir jetzt gerade nur so ein bisschen zum Spaß. Atletico kommt weiter plus über 1,5 Tore. Das ist ja eine 2,7 Quote. Also das ist schon eigentlich verrückt, wie sehr in dem Spiel die Buchmacher von geringen Toren ausgehen. Mhm. Ich würde Leipzig gar nicht so unterschätzen. Also ich sehe Atletico jetzt nicht wirklich so viel stärker, dass das für mich in Stein gemeißelt ist, dass die so harter Favorit sind. Also da sind wir uns nicht so wirklich einig. Deswegen würde ich da jetzt das erstmal ausklammern. Aber unabhängig davon, glaube ich, sind wir uns relativ einig, dass über zwei Tore mit 1,75, egal in welchem Fußballspiel der Welt, immer blind eigentlich getippt werden kann. Ja. Noch dazu, wenn es jetzt diese Voraussetzungen hat, dass es hier wirklich do or die ist. Und ja, Leipzig kann sowohl zwei reinkriegen, als auch eins oder zwei schießen. Also da denke ich, macht man absolut nichts verkehrt. Natürlich nicht übertreiben im Einsatz, aber diese Wette, die können wir einloggen. Ja, bin ich auch dafür. Und dann kommen wir doch zu unserem internen Tippspiel, oder? Gerne. Indem wir sagen, wie geht das Spiel aus? Wir schauen auch des Spaßes wegen, wie die Quote wäre. Aber beim ersten Spiel hatte ich den Vortritt, jetzt würde ich dir den Vortritt lassen. Ja, also ich hatte schon gesagt, ich sage, Leipzig schießt zwei Tore, Atletico vielleicht auch. Und dann entscheidet sich's im Elfmeterschießen. Und 18er Quote, das wäre doch eine schöne Sache. Ja. Bei mir, ich traue Leipzig in einem Viertelfinale der Champions League noch nichts zu. Außerdem glaube ich, dass die Mannschaft nicht so gefestigt ist und Simeone sein Team besser im Griff hat. 3-0 für Atletico. Boah, 29er Quote, Respekt. 3-0. Da geht es jetzt nicht darum, wer die höhere Quote hat, sondern wer einfach richtig tippt. Und da dürft ihr natürlich auch dabei sein. Bitte eure Tipps in die Kommentare. Schaut gerne auf oddspedia.de danach, was die beste Quote für das genaue Ergebnis ist. Wir freuen uns dann drauf, wenn es jemand hier richtig hat. Wenn ihr sonst noch in diesen ganzen anderen Kategorien vielleicht was findet, was wir jetzt nicht so genau unter die Lupe nehmen, weil wir das ziemlich ja, meistens als Gambling sehen, aber vielleicht ist da ja eine Perle dabei, dann lasst es uns auch wissen und die Community. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen.